Ach, lässt dir Spaß zeigen. Oh, hast du meine Tricks gesehen? Ich war phänomenal und außerdem ziemlich gut. Diese Fahrradherumkutschiererei macht wirklich Spaß, Tweety. Ja, da hat er recht. Jetzt mal langsam, Kinder. Tweety bestätigt nur die Theorie des Professor Kindermann, die besagt, dass kindliche Entwicklungsphasen mit klassischer Gefühlsschwankung verbunden sind, aufgrund vorgefertigter Wahrnehmungen. Ey, und das Ganze jetzt noch mal kindgerecht übersetzt? Er hat keinen Spaß. Das kann man wohl sagen. Es kann Fahrradfahren überhaupt nicht leiden. Aber was ist mit der frischen Luft und dieser wundervollen Landschaft? Ich hab den ganzen Morgen nur damit verbracht, auf das Hinterteil deiner Hose zu toten. So viel zu frischer Luft und wundervoller Landschaft. Ich will endlich nach Hause. Du solltest das Fahrradfahren erstmal von Grund auf lernen. Aber das kann es doch nicht. Wir werden es dir zeigen. Du darfst dir sogar mein Fahrrad ausleihen. Oder nimm meins. Meins! Oh. Schneller! Meins ganz schnell! Das Fahrrad ist doch gar nicht das Problem, versteht ihr? Sondern meine Beinchen. Zutus! Und Zutus! Ich glaube, du musst nur noch ein bisschen wachsen. Dann sind deine Beinchen auch lang genug, um bis an die Pedale zu kommen. Jetzt hör mal zu. Ich bin nur ein kleiner Piepmatz. Und kleine Piepmätze werden nun mal nicht größer als kleine Piepmätze. Das hat die Natur sich so ausgedacht. Kapiert? Ja, kapiert. Oh. Dein Glück. Wie wir das Problem lösen können. Das ist wirklich ein echtes Problem. Ich setz noch einen drauf. Katastrophe, würde ich sagen. Ich Idee haben. Und was, Fleine? Was hast du dir dabei nur gedacht? Das ist ja nicht zu fassen. Tess! Was soll denn der Quatsch? Tess, Fahrrad machen wollen! Das ist nicht Fahrrad machen, sondern Fahrrad kaputt machen! Tess, Fahrrad für Tweety machen! Du willst ein Fahrrad herstellen? Für Tweety? Für das kleine Piepmätzchen? Ja! Eine super Idee, Tess! Machen wir es zusammen! Zu altmodisch! Neumodisch.